Herzlich willkommen in der Akiba-Line zu Teil 2 unseres Tagesausflugs nach Hiroshima. Im vorherigen Video ging es nach Miyajima, hier nochmal im Schnelldurchlauf, eine wunderschöne Insel vor der Küste Hiroshimas. Wer uns kennt, weiß, ein Japan-Tag ohne Arcade-Wahnsinn und vollen Rucksäcken mit Anime-Merch gibt es kaum. Also viel Spaß jetzt mit diesem Video, schmeiß den Japan-Mode an und los geht's! Wie weit noch? Am Nachmittag sind wir ins Zentrum von Hiroshima City gefahren, direkt zum Shukin Mae. So schön sieht's auf der Webseite aus. Man sieht hier den Miniaturlandschaftsgarten mit vielen kleinen Teichen und Brücken, der besonders im Frühling und Herbst herrlich ist. Ja, jetzt hatte dieser japanische Garten leider geschlossen. Da haben wir eigentlich nicht mit gerechnet, dass auch ein Garten zu hat. Also aktuell haben ja fast alle Museen und Aussichtsplattformen etc. geschlossen. Jetzt standen wir da gerade vor einem verschlossenen Tor. Also statt des Gartens sind wir jetzt abgebogen und wollten einmal zum Hiroshima Castle. Allerdings ist das hier nur die Spitze, die man hier jetzt sieht. Ehrlich gesagt sind wir zunächst etwas planlos durch Hiroshima gelaufen und nicht mal näher ran zur Burg. Von dort aus ging es weiter zu unserem Ziel, was aber ganz bestimmt ein wichtiges Reiseziel war. Im heutigen Video zeigen wir euch zwei Facetten von Hiroshima. Den Teil, der an die Atombombenkatastrophe 1945 gedenkt, aber auch den Teil, der zeigt, wie Hiroshima heute aussieht. Natürlich wieder mit jeder Menge Spielhallen und Shoppingmöglichkeiten, wie ihr es von uns gewohnt seid. Vor 76 Jahren zerstörte die erste im Krieg eingesetzte Atombombe über Hiroshima nicht nur eine Stadt. Schätzungsweise 140.000 Menschen verloren ihr Leben. Die Atombombenkuppel im Friedenspark. Dieses Gebäude ist ein Friedensdenkmal in Hiroshima. Als starkes Symbol der zerstörerischen Kraft, die rein vom Menschen geschaffen wurde, wurde das Denkmal zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt. Es drückt die Hoffnung auf Weltfrieden aus. Vor Ort hatten wir ein mulmiges Gefühl, was sich gar nicht richtig beschreiben lässt. Hier gedenken die Menschen den Opfern. Der Besuch dieses Ortes war uns besonders wichtig, da es einfach ein wichtiger Teil unserer Geschichte ist und unvergessen bleiben muss. Im Friedenspark gegenüber vom Fluss und im Museum waren wir leider nicht. Das Museum zur Historie der Stadt hätte uns sehr interessiert, war jedoch geschlossen. Dort gibt es Veranschaulichungen der Schadenswirkung der Atombombenexplosion. Das Museum konzentriert sich darauf, informativ und inspirierend zu sein. In den Bahnhofsgebäuden kann man echt oft super gut essen. Hier haben wir ein Okonomiyaki in Hiroshima-Style gegessen. Bei diesem japanischen Pfannkuchen gibt es viele Varianten. Typischerweise hat der Okonomiyaki aus Hiroshima 11 Schichten. Unter anderem mit Seitan, Ei, Sprossen, Fleisch und ganz viel Kohl. Ganz unten ist eine dünne Schicht Teig, wie ein Crepe. Eine Besonderheit ist die Schicht mit den dünnen gegrillten Nudeln, den Yakisoba. Die berühmte Otafuku-Soße rundet dann alles ab. Bestellt man einen Okonomiyaki in der Kansai-Region, zum Beispiel in Osaka, dann werden die Zutaten nicht wie hier geschichtet, sondern vor dem Kochen alles zusammengemischt. Jeder bekommt seinen eigenen Miniaturspatel. Entweder nutzt man diesen, um kleinere Stücke zu schneiden, zum Teilen oder zum Tauschen, oder einfach, um direkt davon zu essen. Mit Hashi, also den Essstäbchen, oder einer Gabel wäre es aber auch kein No-Go. Wir waren hier jedoch etwas überfordert.
Unser Fazit, diese Variante war super lecker. Wusstet ihr, dass Okonomiyaki aus der Not heraus entstand, da die Menschen während des Zweiten Weltkriegs alle verfügbaren Zutaten zusammengeschmissen haben? Und daraus entstand dann dieses moderne Gericht, welches sich auch ständig weiterentwickelt. Hey, wieder ein Kirby Jumbo Shop. Ist ja klar, dass wir den spielen. Vielleicht fällt hier was schneller, weil da hängt schon so ein Schlüsselanhänger. Jetzt müssen wir nur auf den geeigneten warten, aber du legst direkt los. Auch gut. Oh, Mist, das war nur Gems. Der Kirby könnte fallen. Komm, komm. Der fällt doch jetzt. Der ist süß. Oh nein. Oh nein. Wahrscheinlich gar nichts. Oh, war super. Hä? Oh Gott. Nee. Ich habe noch vorsichtshalber einen aufgeladen. Juhu, ich habe einen gewonnen. Weil ich dachte, nachher geht die Klappe zu. Ja. Aber der ist schon cool. Ja. Jetzt noch den Schlüsselanhänger. Und dann auch noch das. Ja, das war nichts. Aber wir haben ja wenigstens einen. Warte, jetzt vielleicht noch? Nee. Naja. Okay, versuch jetzt den blauen hier zu angeln. Was meinst du? Liegt der so gut? Oder kommt der da vorne gegen? Und einfach so? Oh Gott, das ist immer so spannend. Und. Nice! Ein blauer Kirby! Der passt jetzt zu den anderen super. Oh, den haben wir auch schon und jetzt noch den blauen. Yay! Hatte ich so ein Gefühl. Okay, keine Ahnung, wie das hier jetzt funktioniert. Ich würde einfach mal drauf los. So vielleicht. Oh, der ist irgendwie ganz langsam. Habe ich getroffen? Nein, ich bin voll daneben. Oh nein. Auf jeden Fall gibt es super viel von Rem und Ram. Sort Art Online. Hier von den School Idols eigentlich immer. Und aktuell sehen wir irgendwie immer die gleichen Figuren in allen Arcades. Da tut sich nicht so viel. So ein Spiel habe ich auch noch nie gesehen, muss ich sagen. Ging das? Da muss sie vielleicht mit diesem Pinüppel dann da einfach reintreffen. Sieht ja easy aus. Guck mal, das sieht einfach aus. Und Link treffen, oder? Ja, und dann fällt es da oben so runter. Man weiß gar nicht genau was. Obwohl, ja, man könnte gucken, ne? Oder nicht? Da sind ja Farben. Nee. Na ja, gut, gucken wir mal. Okay, du kannst ja jetzt immer noch rumentscheiden, für welche man geht, weil. Kommt ja auf die Höhe drauf an. Die Orangen. Die Orangen. Hä? Haben wir es jetzt geschafft? Sieht so aus. Oh, jetzt am letzten Kleinen haben wir gewonnen. Was passiert damit? Yay! Ey, das sah ja einfach aus, wollen wir nochmal spielen? Das sieht aus, als wenn du das gut kannst. Von One Piece. Was das jetzt ist. Achso. Irgendwas von One Piece. Aha. Man gibt wahrscheinlich hier unten so ganz kleine Preise auch. Das ist quasi wie so ein Glücksspiel auch. Soll ich nochmal probieren oder was? Ja, du konntest das so gut, aber der war auch so langsam gefühlt. Ja. Dass das irgendwie machbar erschien. Okay, gib alles. Und er fährt wieder 100 Jahre lang nach oben. Hä? Das ist viel zu tief. Ich glaube, das wird gar nichts. Oder vielleicht kommt hier rechts, der rechteste. Der ganz rechts. Ei, 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 ei. Ah. Okay, okay.
Einmal meiner. Ja, der Automat sieht auch schon total alt aus. Vielleicht haben die Leute da zu viel dran gewonnen, deswegen gibt es das nicht mehr. Kommt auch drauf an, wenn hier sowas drin ist zum Beispiel, das wäre doch ziemlich nice. Oder so eine Love-Life-Figur. Und? Hey? Das sieht mega gut aus. Du könntest direkt den ersten. Aber wenn der, ich weiß nicht, ob das zu schwer ist, der erste. Okay, okay. Schaffst das. Ja. Nein. Der hat sich so ein bisschen zur Seite geschoben. Okay. Vielleicht den ersten direkt. Oh Gott. Aber die Höhe war gut. Ich mach nochmal. Einmal auf. Oh, okay. Ist der zu hoch? Der ist schon sehr hoch, vielleicht den... Den pinken. Warte. Nein, den orangen. Ja, den orangen. Das sieht ganz gut aus. Ja. Nein, ja! Ja. Und? Ich komm schon. Oh, Mann. Und wo ist das andere Ding? Und was von One Piece? Direkt hier quasi um die Ecke gibt es jetzt auch noch einen Animator, Melanbox und ja, Animate und einen Laschenwangen. Da wollen wir jetzt hin. Tada, da sind wir im hoffentlich Figurenparadies von Hiroshima. Mal schauen. Hier gibt es erstmal die ganzen My Hero Academia Figuren. Zumindest die günstigeren von Banpresto. Kann man natürlich auch mehrere hundert Euro für bezahlen, wenn man das möchte, wenn man eine ganz besondere haben will. Aber im Prinzip sind die Läden ja auch immer gleich aufgebaut. Also meistens stehen oben dann irgendwie die etwas teureren und den unten dann die günstigeren. Die ist zum Beispiel auch ein super Preis. Die habe ich letztes Mal auch schon gekauft. Und diese Figuren hier, die gibt es echt wie Sand am Meer, also auch würde ich nicht unbedingt mehr für bezahlen, als sie jetzt hier kosten. Das ist hier schon ganz in Ordnung. Hier stehen jetzt noch welche ohne Verpackung und hier auch teilweise echt große Figuren. Oder der da so nach hinten springt für 880 Yen. Und die dafür dann für 300 Euro. Direkt nebenan. Hier ist wieder ein ganzes Regal, nur mit Rem und Ram. Dann gucken wir uns die einzelnen mal an. Die zum Beispiel finde ich auch sehr schön. Und hier sieht man auch nicht so häufig. Wie zum Beispiel diese hier. Oder diese hier. Hingegen häufiger sieht man die. Die haben wir sogar die letzten Tage auch irgendwann mal gespielt, aber leider nicht gewonnen, weil wir nicht bis zum Ende durchgezogen haben. Hier ist das echt gut sortiert, also hier haben wir alles mit Asma jetzt. Wenn ich hier einmal rüberschwenke, sehe ich was von Sailor Moon. Aber das ist nicht ganz so viel, merke ich gerade. Das hält sich in Grenzen. Ich glaube übrigens, der 18er Bereich hier vorne, der ist nicht wegen der Figuren, die hier auch stehen, sondern eher wegen der ganzen Bücher und DVDs, Blu-rays und so. Die ist süß. Eine kleine AI. Kizuna. Und dann haben wir hier wieder die ganzen Figma-Figuren. Und zum Beispiel hier auch in der gleichen Pose, die ich auch schon gekauft habe. Wobei, hier kann man halt die Posen dann auch selbst bestimmen, weil die so Gelenke in den Armen haben. Auch ziemlich cool. Ich mag sie sehr, sehr gerne hier. Was haben wir noch? Auf den ersten Blick.
sehe ich hier nichts Interessantes für mich. Oh, da vorne sind noch Kaschis. Da gehe ich direkt mal hin. Vielleicht einmal hier gucken. Der ist aber weich. Ich muss auch langsam aufpassen, dass meine Koffer nicht zu voll werden mit Plüschtieren. Deswegen geht es vielleicht nur noch in so klein und nicht mehr in so groß wie da hinten, obwohl der auch ziemlich cool wäre hier. Upsala. Schnell wieder hinstellen. Aber die ist klein und süß. Ich glaube, die nehme ich mit, kostet 22 Yen. Das ist quasi 1,50, würde ich mal sagen. Vielleicht kommt die Tax von 10% noch drauf, aber wahrscheinlich nicht, weil 220 gibt meistens Hinweis drauf, dass das schon so passt. Die sieht doch schon mal schön aus. Was haben wir hier noch für Nico? Gehört das zusammen? Oh mein Gott, die kostet nur 440 Yen und die ist voll groß. Lass den bitte günstig sein. 660. Ich liebe diesen Laden jetzt schon. Oh mein Gott, ich muss doch schon wieder so viel Plushies kaufen. Der muss zu 120% mit. Ist das Glöckchen. Von der, die wir gestern so oft gewonnen haben, gibt es echt noch viele andere Versionen. Richtig süß. Aber jetzt habe ich schon zwei Mikros. Oh mein Gott, man kann hier echt theoretisch alles mitnehmen. Wie man sieht, das ist alles so schön. Ich glaube, ich bin jetzt hier in der Sale-Abteilung angekommen. Weil hier gibt es so Figuren. Zum Beispiel hier eine Chica für richtig gute Preise. Die habe ich auch noch gar nicht. Die da, die finde ich echt gar nicht so schlecht. Die hat ein cooles Outfit an. Also hier sind echt fast alle Figuren super günstig. Hier zum Beispiel so eine Chica auf einer Treppe, 330 Yen. Jetzt haben wir noch eine Rem für 880. Ich glaube, für die gleiche habe ich 500 bezahlt am ersten Tag des Urlaubs. 880. Und die ist echt auch super schön, finde ich. Die ganzen Pokémon-Plüschtiere kommen ja auch noch. Und hier sogar eine kleine Tasche. Wie süß. Meisterdetektiv. Ein Pichu. Den hatte ich mir eigentlich vorgenommen, bevor ich hier hingeflogen bin, mitzunehmen. Beziehungsweise eigentlich zu erspielen oder so. Jetzt seht ihr mir so oft. Ich finde den so süß. Und auch besonders cool sind immer die Pikachus, die irgendwie sich verkleidet haben, finde ich. Ein Eevee. Witzig, hier ist gerade dieser Kirby, den wir eben auch aus dem Gempusher geholt haben, für 880 Yen. Oh, ich sehe gerade auf der anderen Seite sind ganz viele Mikus, da gehe ich mal direkt hin. Und hier sind auch so riesige. Ich glaube, das ist die, die wir in einem Mandarake mal gekauft haben. Oder? Bestimmt, nur noch mit Karton. Unsere hatte keinen Karton mehr. Wir haben auch nur 1000 bezahlt und nicht 34.000 Yen. Also Schnapper, einen richtigen Schnapper haben wir da gemacht. Im Nachgang freut man sich dann immer, wenn man dann noch bestätigt wird. Ja, hier sind auf jeden Fall auch alle irgendwo mit dabei. Zwischendurch dann hier nochmal eine Disney-Figur. Okay. Ah, hier geht es weiter mit den Cute Poskets. Die sind auch so süß. Ah, wie Alice. Hier gibt es eine Figma-Figur von Miku für 2000. Da müsste man eigentlich zuschlagen bei dem Preis. Ich bin allerdings, wenn die so ihr Standard-Outfit anhat,
weiß ich nicht. Wir haben ja jetzt die große hier. Brauche ich nicht noch eine kleine? Ich finde es irgendwie immer witziger, wenn die hier sowas anmacht. Und dann auch noch so ein fettes Lächeln drauf hat. Genau, oder hier, da passt auch das Plüschi zu, was wir gestern gewonnen haben. Das sieht ziemlich cool aus mit der Maske. Mir wurde gerade gesagt, dass hier ganz viele Sakuras sind. Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Hier. Oh nein, die sind wieder teurer hier. Die beiden habe ich, glaube ich, schon mal gesehen. 1300 oder so. Die auf jeden Fall. Die Leute. Und die ist super cool. 25 Euro ungefähr. Ist natürlich nicht die Welt, wenn man nicht so ein Zolllimit hätte. Und das wird immer knapp. Und immer knapper Tag zu Tag. Hier gibt es jetzt noch mal ganz viele so ausgepackte schon. Kann man auch immer mega gut durchstöbern. Das macht auch richtig Spaß, finde ich. Die zum Beispiel kenne ich noch gar nicht, bin noch nie gesehen. Mit so Regenbogenfahren. Also nicht ganz. Teilweise, glaube ich, sind die hier sogar teurer als da hinten eingepackte. Muss man nur mal gucken. Also nicht das erstbeste Reimfilei. Zumindest mein Tipp, wenn man auch Probleme hat wie ich mit der Zollgrenze und dann das auch alles vergleichen möchte. Oh, wer ist das? Yay! Es sind irgendwie noch 20% runtergegangen. Ich weiß gar nicht wieso. Ich habe irgendwie gar keine Schilder gesehen. Auf jeden Fall hätte ich ja fast mich hier tot kaufen können. Also es war so toll. Und schon wieder reihenweise Kram. Erstmal ganz viele Bücher natürlich. Und hier wieder alles zum Durchstöbern. Man kann hier echt Stunden verbringen. Ohne Probleme. Und hier steht, glaube ich, der seltene Kram dann wiederum in einer Vitrine. Also hier von den ganzen Magical Girls gibt es was. Und hier unsere Disney-Figuren. Die ganzen Cupid-Skizzen. Oder hier. Das ist zum Beispiel wunderschön hier, finde ich. Mit Alice und der Grinsekatze. Und hier unten geht es dann weiter mit Totoro. Da gibt es kleine Plüschtiere für 750. Oder da hinten ein Kätzchen, die Kiki, Gigi. Der Totoro sieht cool aus, auch die Farbe. Was kann der wohl kosten? Das wüsste ich gerne. Aber das, glaube ich, ist das eine Tasche. Genau, da ist wie hier an dem meisten Gerät hier so ein Ding zum Öffnen. Nix dabei. Manchmal sind hier unten noch so Grabbelkisten, wo ich auch ganz gerne dran suche. Aber hier glaube ich nicht. Ja, ich habe jetzt noch nichts von Sakura entdeckt. Da bin ich ja immer auf der Suche nach. Wie kann das jetzt sein? Vielleicht hier. Hier ist noch so ein bisschen Magical Girls da. Oh, guck mal, ganz viel von Sylvanian Families. Ganz viele Häuser. Hier oben so richtig Riesendinger. Das passt natürlich nicht in meinen Koffer. Also eigentlich brauche ich da gar nicht gucken. Hier ist ein ganzes Riesen-Department Store. Vielleicht hier sowas. Einzelnes, kleines Kätzchen oder da so eine Hundefamilie. Oh je, da ist der Shopping-Anteil in diesem Video gerade noch ausgeartet. Wer bis jetzt noch dran ist, hat wahrscheinlich also auch mal richtig Lust darauf, die Geschäfte komplett zu durchstöbern. Schreibt doch mal in die Kommentare, welche der Figuren ihr nicht stehen gelassen hättet. Hier seht ihr schon mal eine Vorschau auf den nächsten Vlog. Wir treiben uns da in Osaka herum, machen die Läden nochmal unsicher, spielen Arcade, gehen in ein Sushi-Restaurant, fahren Riesenrad auf der Hep 5 Mall, essen den McDonald's Reisburger und. Naja, und am Ende gibt's auch wieder ein Haul des Tages. Bis zum nächsten Video.